vielleicht auch mal die ganzen Kostüme hier verkaufen. Ich weiß, die sind alle mehr wert, aber da müsste ich mich jetzt auch mit beschäftigen, ne? Und außerdem, ich möchte niemanden abzocken. Außer mit dieser einen Lackierung. Na, wobei, das ist Import-Export. Das hatten wir schon geklärt gehabt, ne? Umschwärmt. Oh, das ist gut. Eine Sekunde, da müssen wir mitmachen. Hatzi-fatzi mit Klopperina am Anschlag. Aber ganz schnell. Und wir wollen nicht, dass die Mutti kommt. Das ist ganz wichtig. Ich freue mich immer, wenn die Mutti kommt, aber dieses Event muss gespielt werden, ohne dass die Mutti kommt. Ansonsten ist alles zu spät und für die Katz. Nee, doch nicht mit Klopperina. Wir spielen es mit Gleisi. Hep. Und hep, 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 hep. Oh Gott, nein. Leversee. Oh, wie viele. Was? Die hocken ja alle auf einem Fleckchen. Crazy. Sind es noch mehr? Von überall kommen sie. Ich brauche Hilfe. Hilfe. Ja. Hallo? Die stehen hier einfach mal in großen Gruppen rum. Der hat ja nicht mehr. Ballistikbox, schnell. Das muss schneller gehen. Irgendeiner ist hinter mir. Und immer wieder diese Lokomotive. So albern. Katsching. Weiter. Los, zeigt euch, ihr miesen Halunki. Ja. Kommt schon unsere Nachhut. Wunderbar. Gerade richtig. Kommt jetzt die Mutti oder nicht? Komm her! Danke sehr. Es kommen bestimmt noch mehr. 421 Gleisbolzen. Bis 300 wird geballert. Da hinten. Oh mein Gott, was ist das? Ich glaube, die haben das... Auch dieses Event haben sie geupgradet. Kann das sein? Mehr oder weniger direkt. Es wirkt ein wenig unbeholfen, aber hey... Jede Veränderung ist gut, gerade in Fallout 76. Alles, was den Alltag hier unterbricht, Mensch. Level up! Noch mehr. Wo spawnen jetzt hier die nächsten? Das nächste Mal Fatman und das schöne Mini-Nuke rein. Mit einem Hubs alle weggefuttert. Durchladen. Nutze jeden Moment. Ich glaube, wir haben es, ne? Nee, noch 40 Sekunden. Da hinten! Zack. Wunderbar. Großartig! Und wäre ich jetzt in Fallout 4, das nehme ich heute auch noch auf, dann würde ich auf jeden Fall komplett das Meyerlock-Fleisch mitnehmen. Aber das ist nicht Fallout 4. Das ist Fallout 76 und jedes Spiel hat seine Daseinsberechtigung. Eine Nuke zünden, warum eigentlich nicht? Und schon fertig. Hier die Karte rein. Flupdiwupp, den Code eingeben. Ein Glück habe ich das vorbereitet. Wir sind im Silo Bravo. Also 2, 9, 5, 5, 5, 3, 1, 8. Katsching. Und dann wollen wir natürlich der Mutti mal wieder Hallo sagen. Eine Sekunde, hier runter. Ich glaube, hier muss ich reinklicken. Wie mal Daumen. Das geht in Ordnung. Mit dem Bunker als solider und strahlungsfreier Schnellreisepunkt. Nuke Nummer weiß ich nicht. Ich habe nicht mitgezählt, aber allzu viele waren es nicht. Aber es werden immer und immer mehr. Rakete weg damit. Wir sind so schon massiv überladen. Das kann weg. Und die Rakete kann weg, 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 weg. Können wir denn im schwere Waffen-Loadout noch rennen? Nein, wie sehr können wir nicht rennen? Oh. Oh, warte mal, ich habe gerade ein paar Karten gewechselt und habe da was verwechselt. Und zwar ist starker Rücken hier bei uns nicht so effektiv wie Messi, weil wir gerade mit Schrott beladen sind. Die Zweier-Messi-Karte bitte abspeichern auf der 4. Oder doch nicht? Habe ich gerade was verwechselt? Ja, habe ich. Entschuldigung. Starker Rücken war doch besser. Wir müssen gleich weiter, Mensch. Die Mutti kommt. Starker Rücken, 2 Sterne, bitte. Flupp. Ja, viel besser. Ach nee, wir haben gerade Kram bekommen, ne? Okay, jetzt bin ich total durcheinander. Wunderbar. Ich glaube, hier hilft nicht mal ein Tragekapazitätsbooster. Ach so. Das ist der gemoddete Sound. Stimmt, ich dachte, der geht nicht. Das war aus Silent Hill jetzt. Ich habe das noch nie erwähnt gehabt, aber das war jetzt gerade von Silent Hill. Der, naja,
dieser Silent Hill Sirenen Sound, der kommt jetzt, wenn man eine Atombombe startet. Wir können rüber, ne? Ich glaube ja. Oder 1,33 haben wir noch. Ganz schnell was verkaufen. Nee, das geht nicht. Wir müssen rüber. Egal wie voll beladen wir sind. Die Motti, sie wartet nicht gerne. Motti, 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 da ist sie endlich wieder. Wir sind voll gebufft. Aber wir sind noch überladen. Das ist natürlich jetzt ungünstig, aber okay. Oh, herrlich. Die edle Tante Plasma meets the Mutti again. Ist immer noch die solideste Waffe gegen Verbrannte. Für mich, beziehungsweise aus meinem Inventar. Ich muss da näher ran. Ich brauche auch Crit-Treffer. Auf der Rübe, jetzt. Yeah. Eat this, Mutti. Ich gehe mal aus der Zone raus. Ich möchte nicht in der Zone gegen die Mutti kämpfen. Aber allzu viel laufen können wir ja nicht. Ich wechsle ganz kurz zu Klopperina. The one and only. Ist schon durch? Nee. Wir sind erst in der zweiten Runde. Zurück zur Tante. Und dann aus nächster Nähe. In dein Gesicht, Mutti. Boom. Yeah. Es gibt keinen Kommen. Alter Schwede. Hat das gefetzt, Mann? Die schnellste Mutti aller Zeiten. Und jetzt bitte nicht wegsterben. Meine Fluchse. Übel. Ja, brauchen wir. Nehme ich jetzt auch mal mit. Wobei, den Ultrazitkram, den wären wir doch nicht los. Spritze. Nicht wegsterben. Und das wäre auch das 10. Event. Für die Woche sind wir durch. Hier noch was? Nee. Hier noch was? Doppel? Nee. Ich gehe schon mal ins Reiseloadout. Kann ich hier ein bisschen Kram zerlegen? Was? Hallo? Ich will doch nur Kram zerlegen. Ich habe nichts gemacht. Noch nichts. Das kann alles weg. Alles auf den Müll. Flop. Schade, dass ich hier keinen Portable Junk Recycler habe. Aber den gibt es ja theoretisch. Verwerten und lagern. Das ist sogar noch besser. Das lagert den ganzen Kram auch gleich ein. Aber ich mag die Kids hier in Fallout 76 nicht. Gut, schön, wunderbar, zurück ins Camp und erwartet die nächste Überraschung auf uns. Aber erstmal raus hier aus der Powerrüstung, ein bisschen liften, ist ganz schön muffig da drinnen geworden. Vorhänge schließen, wie bitte, nur den einen hat jemand geöffnet? Wie mysteriös. Ding Dong, Daphne, wir sind wieder da. Ich habe Kekse mitgebracht, aber du kriegst keinen. So, können wir noch was verticken? Ja, und die mache ich dann morgen weg. Und das sowieso. Camp Loadout, damit uns die Vorräte nicht vergammeln. Ja, genau, stimmt, Überraschung. Händler leer machen, genau. Na, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Danach kommt die Überraschung, okay? Haben wir vielleicht genug Vanillakram dabei? Damit wir dich hier blanko machen können. Bis auf die Turbo-Düngergranaten. Nein. Nein, das ist legendär. Klamotten verkaufe ich selber. Das brauche ich noch, um meine Stimpacks zu verdünnen. Dann den ganzen Kleinkram hier. Gummibonze, bitteschön. Viel Spaß damit. Hundefutter, nicht heute. Meyerlurk Eye, auch nur in Fallout 4. Ergibt die beste Buff-Nahrung. Wo gibt Instant AP? Aha, ja, Salz brauche ich nicht. Bärenauflauf brauche ich. Den Tee darfst du haben. Zuckerwatte, bisschen genauso. Und jetzt wird's interessant. Blutpaketen auch nicht hier in Fallout 76. Auch nur in Fallout 4. Weil da habe ich stetig Stimpack-Mangel. Buffout kannst du haben. Das nicht. Was wiegt das eigentlich? Stapelgewicht unter 1. Besser geht's ja wohl kaum. Mantets auch nicht. Das kann weg. Oh, endlich wieder Psycho-Tets. Das war sehr hilfreich von dem Mitspieler. Wir haben genug verdünnte Stimpacks. Du kannst alle haben, ja. Alle unverdünnten Redaways. Und den Rest legen wir hier mit Stimpacks an. Hm. 526 durch 8 sind 60 Rest. Rest 46, also 66. Rate ich jetzt mal ins Blaue. Ah, es sind 65. Meine Güte.
Ein Gedanke zu wenig. Aber okay. Leer ist leer. Du hast jetzt nichts weiter für uns. Ah, jetzt hätte ich da. Egal, beim nächsten Mal. Ist in Ordnung. Jetzt kommt die Überraschung. Oh mein Gott, es ist schon wieder passiert. Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer. Hier aus der Schnittphase des aktuellen Videos. Meine chinesische Wischtastatur an meinem Zweitrechner, also dem Aufnahmerechner, hat mal wieder gestreikt. Und hier fehlt jetzt ein Stückchen Aufnahme, was ich erst im Nachhinein bemerkt habe. Und zwar schalte ich gleich auf dem Spielbrett, das sehen wir nicht. Also deswegen erkläre ich das jetzt auch. Wir schalten einen Anhänger frei, der ist so unspektakulär, dass ich, dass ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann, was das ist. Und weil ich sehr vergesslich bin. Jedenfalls motiviert er mich aber trotzdem, meinen Anhänger am Rucksack mal wieder zu wechseln. Und das Stückchen fehlt halt. Und danach setzen wir wieder an, okay? Wunderbar. Nicht abschalten, ne? Den Daumen schon gedrückt? Dankeschön. Bis gleich. Dann nehme ich Aliens. Aliens machen alles besser. Fluppdiwupp ist dran, ne? Zurück aufs Scoreboard, bitte. MZ. Spielbrett. Und weiter im Text. Karten, danke sehr. Befestigte Ampel. Hier oben sowieso nicht, ne? Aber wir haben doch schon eine Ampel. Was ist das für eine Ampel? Mach mal bitte den Baumodus auf. Ist doch hier, ne? Kürzlich. Neu. Bei neu, okay. Das ist... Es ist eine andere Ampel. Okay. Es ist Zeit für einen Ampelwechsel vielleicht. Kann ich das Ding einzeln zerlegen? Ja, Ampelwechsel. Passt nicht rein. Wunderbar. Doch, warte mal. Es muss doch... Muss doch gehen hier. Irgendwie kriegen wir die doch bestimmt hier ran. An die Ecke bitte. Ist natürlich jetzt schade. Ne? Aber, oh, hier kriegen wir sie ran. Da ist es schön schräg. Zack. Geht doch. Ja, ist was Neues, ne? Aber es ist nicht ganz so effektreich wie die alte Ampel. Aber okay, Variation ist immer gut. Zurück aufs Spielbrett, bitte. Zum Spielbrett. Mhm. So, Briefmark. Danke sehr. Legendäre Module, Körkchen. Metallrüstungslackierung. Mhm. Skippy-Symbol. Der sieht aber... Jetzt nicht so aus wie das Skippy in-game, ne? Kann das sein? Schon mysteriös, ne? Stahlfabrik, Staubsauger der Pittsburgh-Gewerkschaft. Für einen Keller, ne? Würde ich sagen. Gleich mal aufstellen. Oh, Kohle. Und Briefmarken. Es kommen bestimmt noch mehr auf dem Spielbrett. Wo haben wir denn hier noch ein bisschen Platz für einen Staubsauger? Irgendwo schön in der Ecke. Der ist relativ klein, ne? Wunderbar. Hier vielleicht beim Asteroid, der krümelt immer, der Asteroid, und dann können wir das gleich hier wegsaugen. Flupp, leuchtet der auch oder so, kann man sich darauf setzen, ist einfach nur Deko, ne, naja, muss ja nichts Schlechtes bedeuten. Was haben wir hier noch? Gebogene Lampe aus der Jahrhundertmitte, habe ich die denn bitte hier? Ist ja großartig, passt die noch auf den Tisch rauf, ohne dass es glitschig aussieht? Das sieht gut aus, wunderbar. Und hier... Ballontiere, noch mehr Freunde, finde ich gut, aber die sollen uns angucken, wenn wir reinkommen. Nice, Spielbrett und es geht weiter. Mhm. Module, nicht Schein, Entschuldigung. Wir sind aber nicht beim Max angekommen, das hatte ich letztens gehabt, 5000 das Limit. Und dann habe ich eine Sache sogar noch drüber verkauft und dann habe ich alles bei Mürm in Scheine investiert. Nee, Module, Entschuldigung, alles andersrum, richtig, in Module investiert. Goldbarren, ich danke dir. Roboterrüstungslackierung, Gewerkschaft, mhm. Karten, The Pitch Stahlfass, das ist doch ideal hier für einen Keller. Absolut, direkt hier irgendwo hin platzieren. Hier, geht das noch? Oh, das passt ja perfekt. Perfekt, Mensch. Was für eine Frechheit. Ja. Echt nice. Der Staubsauger da. Der Keller wird immer besser. Zurück. Aufs Spielbrett. Mhm. So, Baggerlackierung. Da fängt der Spaß jetzt an. Gewerkschaft. Okay, ja. Wir wollen ja... Wieder mit einer frischen Power-Rüstung wollen wir die nächste Season
Aber nicht einfach nur mit einer frisch beskinnten. Wir wollen ja die neue haben. Die neue aus der Pit. Marine-Rüstung-Lackierung, ich danke dir. Nice. Schrotflintenlackierung Gewerkschaft. Für die Powerpolenta. Aber ich glaube, da haben wir doch sowieso gerade ein relativ frisches Skin drauf. Zeig mal bitte. Powerpolenta. Ja, sag ich doch. Das ist so ein schönes Sci-Fi-Skinchen. Nee, das bleibt erstmal. Ist in Ordnung. Brauche ich mir nicht aufschreiben. Beim nächsten Mal beskinnen. Können wir das gerne raufmachen, ne? Weiter, Spielbrett, zurück. Mhm. So, T60-Lackierung. Atome, Atome. Symbol Red Rocket Zeppelin. Fanatiker, wiederverwerter Helm. Ja, den müssen wir natürlich gleich bauen, sonst vergessen wir den. Los, an die Oberfläche bitte. Einmal bitte an die Bau- und Rüstungsbank. Musik wieder kurz anschmeißen. Sonst wirkt es merkwürdig, finde ich. Wow, schon wieder 10.000 Atome. Es ist zwar irgendwas von den Fanatikern. Kopfbedeckung. Wiederverwehrter Helm. Der sieht sehr cool aus. Nehmen wir gerne eine Weile. Hat auch, naja, so eine rote Einfärbung. Haben wir den gerade mit Super Duper hergestellt? Kann das sein? Ja, wie schön. Noch mehr Platzverschwendung. Gleich mal gegenchecken. Wie sieht der aus? Hat was, ne? So sieht man zumindest mal unser Gesicht. Aber jetzt tragen wir die Gasmaske nicht mehr. Hm. Naja, vielleicht ein Foto schießen und dann wieder zurück. Ich brauche schon meine Gasmaske. Sie schützt uns vor Krankheiten. Klickety klick klick. Und noch eins vom Gesicht. So ein bisschen näher dran, ne? Reicht schon. Wunderbar. Zurück zum Blutadler Charmeurhut Plus. Mottenmann Gasmaske, da ist sie. Spielbrett. Mhm, warte mal, ich muss aber auch wieder ins Camp Loadout gehen. Sonst vergammelt unser Kram. Musik wieder aus und auf Spielbrett. Hälfte, ne? Ungefähr Pi mal Daumen Hälfte. Kärtchen. X01 Lackierung. Module. Gold. Powerrüstungshelmskin. Gewerkschaft. Wir haben jetzt ein Alien. Alien. Naja, ist schon cooler. Alien und Delfin ist schon die beste Kombi. Wäre cool, wenn die irgendwelche Attribute hätten oder sowas, ne? Irgendwie plus 1 Wahrnehmung, schlag mich tot. Aber naja, Ultrazit-Lackierung. Oh, Automatik-Achs-Lackierung. Fanatiker, was? Stimmt, da müssen wir uns auch noch eine vernünftige rollen. Bald ist ja Rolltag. Stimmt, ich habe ja auch den Community-Kalender, habe ich mal geupdatet. So, was ist denn hier wieder? Scheinesegen. Wie heißt das eigentlich im Englischen? So, wir haben den 4.11. heute. Double Mutations Caps Aplenty. Hunt for the Treasure Hunter. And Double Mutation Weekend. Spooky Scorch Seasonal Event. Achso, wir haben ja schon November. Achso, 4. November. Double Mutation Gold Rush und Minerva. Double XP Wochenende. Mhm, Double Mutation. Da, Script Surplus. Ich glaube, das ist es, ne? Script Surplus. Das könnte es sein. Aber am Wochenende, ne? Ich google das mal eben, ob es das ist, was ich meine. Ja, genau, das ist es. Da ist dann Scheinesegen. Wunder, wunder, wunderbar. Wir machen weiter. Und wenn Scheinesegen ist, dann wird aber sowas von... Klopperina gerollt. Doppelschuss-Explo oder Blutig-Explo. Ein für alle Mal. Wir wollen wieder, dass Klopperina die beste Waffe aller Zeiten ist. Und easy peasy am Gleisgewehr vorbeizieht. Ich guck doch mal ganz kurz. 24. bis 28. Ach, guck mal. Donnerstag bis Montag ist das. Ja, da habe ich auf jeden Fall eine Kommentarie-Aufnahme drin. Das machen wir natürlich größtenteils alles zusammen. Spielbrett! Scheine, Gold, Scheine, Gold, Stahlbüste. Mensch, das ist doch was für ein Keller. Auf jeden Fall. Wobei, vielleicht eine Klimaanlage wegmachen, aber die Klimaanlage bewegt sich. Das ist schon immer ein Vorteil, finde ich. Ja, ist was für ein Keller. Machen wir.
Machen wir einen Keller.